Na, eigentlich ganz cool da. Obwohl es eigentlich ganz anders gekommen wäre. Der Flug war gebucht, das Hotel sowieso, aber dank Corona findet es halt nicht statt. Na, aber das macht nichts. Wir haben eine wunderbare Alternative. Weniger Pazifik, mehr Pannonien. Und für die Exotik ist ja der burgenländische Dialekt mit viel Fantasie auch eine Fremdsprache. Und das alles ist perfekt, wenn man das richtige Auto dabei hat. So wie wir, den Ford Transit Custom Nugget. Auch wenn ein Campingfahrzeug seine primäre Aufgabe im Stehen erledigt, er sollte sich auch gut fahren. Jeder Meter im Nugget ist ein bisschen Urlaubsfeeling. Man hat so dieses King of the Road Gefühl, man sitzt irre hoch, hat da diese Armstützen. Ist ein bisschen wie ein Thron, das mag ich. Allerdings ist nicht der Weg das Ziel, sondern die Urlaubsdestination. Ein passendes Plätzchen gefunden, kann man schnell Wurzeln schlagen. Als erstes wird das Hochdach aufgeklappt. Sehr praktisch für den Alltag ist, dass der Ford Nugget trotz Hochdach, natürlich eingefahren, 2,05 Meter hoch ist. Das heißt, er passt auch in ein durchschnittliches, eigentlich in jedes Parkhaus hinein. Praktischerweise bietet der Nugget genug Platz, um selbst ein Motorrad mit auf die Reise zu nehmen. Aber dazu später mehr. Vorsicht, Wortspiel, das Goldstück am Nugget ist mit Sicherheit die Küche, weil die fühlt sich gar nicht an wie ein Kompromiss, sondern ja, eben wie eine vollwertige Küche. Wir haben da ein Waschbecken, da kommt das Wasser aus dem Frischwassertank. Wie groß ist der nochmal? 42 Liter. Genau, vergesse ich immer. Wir haben einen Herd, einen Gasherd mit zwei Kochstellen und wir haben, ganz wichtig für einen Campingausflug, einen großen Kühlschrank. Generell lässt es sich im Nugget sehr gut leben. Auch Platz für größere Speisen ist auf dem Klapptisch vorhanden. Also eindeutig zu klein für ein Essen zu zweit, aber zieh mal deine Stelzen ein. So, wo ist er? Da. Zack. Zack. Na, du schaust. Tja, der Tisch ist leer. Was fehlt, ist das Essen. Ja, das hast du nämlich nicht eingepackt, wir haben nämlich nur die Getränke da. Na gut, dann muss ich was holen. Genau hier kommt das Motorrad ins Spiel. Schmeckt's? Mhm. Und sollten einmal mehr als zwei Personen essen, kann man auch die Vordersitze umdrehen. Wunderbar. Doch in einem Nugget wird nicht nur gegessen, sondern auch geschlafen. Es gibt ja nur einen echten Spider-Man, das ist keiner von uns beiden und deswegen hat Ford netterweise eine Leiter parat gelegt. Die hängen wir dann ein und dann kommen wir ohne Probleme darauf ins große Bett. Denn unten gibt es noch ein zweites, etwas kleineres Bett. Dort finden sich, wie auch im restlichen Innenraum verteilt, Steckdosen. Unter der Haube haben wir den kleinen 130 PS Motor. Aber ist das angesichts des doch recht hohen Fahrzeuggewichts ein Nachteil? Ein klares Nein. Motorisch ist das einsame Spitze. Der Diesel zieht durch, ist dabei wirklich sparsam und das Getriebe lässt sich gut schalten. Ford bietet auch ein Automatikgetriebe an. Ich bin fast mehr so der Typ Automatikgetriebe. Je größer das Auto, desto bequemer will man einfach fahren. Aber andererseits fährt man mit dem auch eher auf der Autobahn und da bleibt man sowieso eher im höchsten Gang und muss wenig schalten. Für den maximalen Fahrkomfort empfehlen wir den Topmotor, einen 185 PS Diesel, wenn der Nugget mehr fahren als stehen sollte. Angesichts der aktuellen Situation, dem Campingboom und der Tatsache, dass schöne Reiseziele gar nicht so weit weg sind, ist der Ford Transit Custom Nugget durchaus reizvoll. Im Urlaub auf Flug und Hotel verzichten, ja, das können wir beide uns in Zukunft durchaus vorstellen. Denn egal ob Neusiedler, Nord- oder Ostsee oder gar das Mittelmeer, mit dem Ford Transit Custom Nugget hat man immer ein Stückchen Heimat dabei. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann einfach kostenlos diesen Kanal abonnieren. Da gibt es jeden Tag um 18 Uhr PS-starke Autounterhaltung.